Hier ist 9:59 das Digitalmagazin mit einer Spezialausgabe. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe von 9:59. Bei uns dreht sich alles um Logistik, denn wir berichten vom Deutschen Logistikkongress in Berlin. Ich will es kurz machen, wir haben ja nur 9 Minuten 59 Sekunden Zeit. Bei uns geht es heute um Neuigkeiten und um Startups, zum Beispiel dieses hier, das ich heute Morgen entdeckt habe. In diesem Raum hier geht es um Startups, also Unternehmen, die neue Ideen haben, die sie hier der Branche auch zeigen. Digital Hub heißt die Initiative und da kommen mehrere zusammen und wer hier reinkommt in diesen kleinen Raum, der findet relativ viel Innovation auf kleiner Fläche. Zum Beispiel das hier, Motion Miners. Sieht aus wie eine Armbanduhr, man kann nur keine Zeit drauflesen. Das Reale daran ist aber, eigentlich ist es ein Sensor. Dieser Monitor hier hinter mir, der zeigt an, was der Träger des Sensors macht. Was hat das mit Logistik zu tun? Eigentlich eine gute Frage, aber eine sehr einfach zu beantworten. Bei der Logistik ist alles in Bewegung. Menschen sind in Bewegung. Menschen bewegen sich. Es muss herausgefunden werden, wie sind die Arbeitsabläufe, sind die optimal. Und es geht auch um Gesundheit. Es geht darum, dass man sagt, wie der sich bewegt, bewegt der sich richtig, ist das gesund, ist das ergonomisch. All diese Dinge können diese kleinen Sensoren hier im Grunde messen und übertragen. Dann kann man hier später auslesen, was haben die Leute gemacht, wie ist es gelaufen. Natürlich werden die Daten dann komplett anonymisiert, dass man nicht weiß, wer war das jetzt, wer hat da was gemacht. Es geht wirklich nur um den Prozess. Gibt es zu lange Wartezeiten? Sind die Wege zu lang? Und. All diese Themen spielen eine große Rolle bei diesem Projekt. Das Spannende ist eigentlich dabei, momentan ist das hier ein reiner Demonstrator. Man sieht hier, wenn die Daten ausgelesen werden, normalerweise erst später, was passiert ist. Aktuell kann man das sozusagen aktuell sehen. Wenn ich mich bewege, dann gibt es hier eine Anzeige. Das heißt, momentan sind die sozusagen verbunden. In der Realität der Anwendung aktuell ist es so, dass die Daten später ausgelesen werden, analysiert werden und dann rausgefunden wird, was ist jetzt eigentlich Sache. Aber wenn man sich das Ganze in Kombination mit einem Netz wie 5G vorstellt, wo sich zigtausende von Geräten anmelden können, dann besteht die Möglichkeit, sowas auch in Echtzeit zu machen. Das heißt also, während des laufenden Betriebs Prozesse zu optimieren. Im Grunde ist so ein System dann sowas wie das Tuning während der Fahrt bei der Formel 1. Eigentlich nichts anderes als das. Also, sehr spannendes Projekt, sehr spannendes Konzept. Wir werden sicher da noch mehr darüber berichten. Er ist Professor an der Uni in Würzburg, aber er hat eine große Leidenschaft für Startups. Und darum freue ich mich jetzt auf Christian Kille, der mir ein bisschen was erzählen wird in 3 Minuten. 3 tolle Startups aus den, sag ich mal, letzten 12 Monaten, wo wir sagen, die sind richtig knacke, die muss man sich angucken. Ist natürlich immer sehr schwer, da muss man ja irgendwelche Kriterien anlegen und wenn ich jetzt beispielhaft welche rausnehme, schwierig. Aber ich nehme mal so 3 Gruppen. Ich finde auf der einen Seite Technologien toll, die eingesetzt werden und wo wirklich ein Problem gelöst wird, was dann auch die Logistikdienstleister sehen, wo sie dann auch sehen, warum sie dort investieren sollen. Cargometer, eine Vermessung von Paletten über optische Hilfsmittel, wodurch dann die Möglichkeit ist, eine viel genauere Abrechnung hinsichtlich für die Verlader, für ihre Kunden dann zu generieren. Die Palette fährt durch, wird automatisch gemessen und der weiß schon, was Sache ist. Richtig, genau. Okay. Und dadurch kann punktgenau das in Rechnung gestellt werden, was schlussendlich dort auch transportiert wird, weil es passt oftmals nicht so 100% zusammen. Und da ist einiges an für den Logistikdienstleister dann auch drin. Zweite Gruppe, das ist die, die den Plattformen zugeordnet werden könnten. Also sprich so eine Güter Mitfahrzentrale, das ist Loadfox, die haben dort eine ganz simple Idee der Nutzung von Kapazitäten über die Auslieferung. Finde ich eine ganz tolle Idee, weil es auf der Hand liegt. Das heißt, es verhindert Leerfahrten. Also da ist noch Platz und da kann man noch was dazu schieben. Genau, so ist es. Okay. Dritte Kategorie? Dritte Kategorie ist was eher im B2C-Bereich. Das finde ich ganz spannend, dass dort diese Last Mile gelöst wird. Ich als Handelslogistiker sehe das als eine ganz große Hürde. Das ist die Lockbox. Das ist eine Box, die kann in jedem Apartment, in jedem Haus angesetzt werden, damit man nicht zu Hause sein muss, wenn eine Lieferung kommt. Das heißt, die etwas klügere Variante der Packstation. So ist es. Genau. Und wie ist die gesichert? Weil da würde ich mir schon Sorgen machen. Die ist gesichert an der Tür, mit einfach unter dem Tür ist ein Scharnier angebracht, damit es dann nicht weggetragen werden kann und man kann sie dann wieder reinbringen. Also 3 tolle Startup-Ideen, die man sich angucken kann, wenn man möchte und sogar in unter 3 Minuten. Es ist toll, was so ein Professor aus Würzburg alles kann. Vielen herzlichen Dank.
herzlichen Dank. Danke. So viel Zeit muss sein. Das, was Sie gerade gesehen haben, waren unsere Partner, die diese Sendung überhaupt erst möglich gemacht haben. So, jetzt wollen wir schnell weitermachen. Von den Startups springen wir mal kurz zu dem Bereich Neuigkeiten, und zwar für alle die, die auf der Straße transportieren. Denn da tut sich einiges bei der Maut. Da ändert sich einiges durch die Maut auf Bundesstraßen. Und ich habe auf der NuFarm mit der Pressesprecherin von Tollcollect genau darüber gesprochen. Aber wir wollen zuerst sprechen, Claudia, über das automatische Verfahren. Was tut sich denn in diesem Bereich? Ja, wir beginnen Mitte Oktober mit der Umstellung der Onboard-Units. Und das, was sich verändert, wir übernehmen ja die Onboard-Units in eine zentrale Mauterhebung. Also bisher wird ja die Maut in dem Gerät, in der Onboard-Unit berechnet. Zukünftig passiert das in einem Rechenzentrum. Damit, was wir hier sehen, Anna, was ändert sich da für den Fahrer? Der Fahrer sieht zukünftig seine Axtzahl, die er eingegeben hat. Er sieht das Dienstgebiet, in dem er unterwegs ist, Deutschland oder Österreich, also DE oder AT. Und er sieht dann, dass er, wenn er Maut zahlen muss, über 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht liegt und damit mautpflichtig ist. Und er hat die grüne LED. Das sind also die Signale, die ihm anzeigen, dass sein Onboard-Unit arbeitet. Mhm. Was wegfällt, sind die Beträge, die man heute auf der Onboard-Unit sieht. Also man sieht den Streckenabschnitt, auf dem man unterwegs ist, und den Einzelbetrag je nach Axtzahl und Schadstoffklasse. Mhm. Und man sieht oben einen kumulierten Betrag. Diese Anzeigen fallen weg, weil die Berechnung ja der Lkw-Maut zukünftig in einem Rechenzentrum passiert. Also darum so und nicht anders, das ist der Weg. Darum so und nicht anders. Das heißt, die Onboard-Unit überträgt Fahrdaten und die Daten des LKWs wird dann in einem Rechenzentrum den Beträgen und Strecken zugeordnet und berechnet, und dann bekommt der Unternehmer, so wie heute auch, seine Mautaufstellung und die Einzelfahrtennachweise. Das heißt aber im Grunde, dass sich für Fahrer und Transportunternehmer eigentlich nicht sehr viel verändert. Das passiert alles im Hintergrund. Die kriegen gar nicht so viel davon mit, oder? Also es ist auch der Weg, den wir gewählt haben, damit alle Onboard-Units, die heute schon eingebaut sind, in den Fahrzeugen bleiben können. Das heißt, niemand muss in eine Werkstatt, auch für die Umstellung muss niemand in eine Werkstatt. Ja. Das passiert also alles über Software-Updates. Mhm. Und insofern hält sich sozusagen die Beeinflussung der Unternehmen wirklich im Rahmen. Wer mehr dazu wissen will, findet unsere Sendungen zu diesem Thema unter der gerade angegebenen Adresse. Und jetzt haben wir nochmal natürlich mitten im Trubel, mitten im Krawall, gerade eben mal spontan Startups gefragt und sagen, eine Minute, um euer Projekt zu präsentieren. Was ist es, was macht es in der Logistik? Hier wieder ein Versuch. CargoNext ist ein digitales Transportnetzwerk, das das Ziel hat, Lkw-Transporte so einfach zu machen wie Taxifahren. Das Geschäftsmodell besteht aus drei Teilen. Wir haben eine Cloud-Plattform, in der können Sie Lkw-Transporte innerhalb von einer Minute eingeben und mit einem Klick bestätigen. Das zweite ist, wir haben eine künstliche Intelligenz aufgebaut, die innerhalb von 11 Millisekunden für jede einzelne Relation tagesaktuelle Spotmarktpreise errechnet, zu denen Sie abschließen können. Und drittens, wir haben ein Transportnetzwerk aus über 3000 Transportunternehmen mit 40.000 Lkw, sodass wir für jede Relation den besten Transport finden können. Tja, was soll ich sagen? Das war schon wieder für diese Ausgabe von 9.59. Ich hoffe, wir hatten gute Informationen für Sie dabei und würden uns freuen, wenn wir uns morgen zur letzten Sondersendung wiedersehen würden.